Waldgrundstück. Hallo, ich bin heute hier in einem Waldstück unterwegs. Das liegt am Altrhein. Und ich war schon mal hier, habe mir die Gegend angeguckt und hier gibt es ein Stück Wald. Das will ich wahrscheinlich pachten mit noch jemandem zusammen. Ist eigentlich recht schön hier. Man muss nur noch ein bisschen was tun. Aber im Wald arbeiten kann ja auch Spaß machen. Ne? Wenn du mehr wissen willst, dann bleib dran, ich nehme dich mit. Ja, der Baum hier, der ist schon ziemlich hinüber. Und damit er mir diese Nacht nicht auf den Kopf fällt, werde ich jetzt versuchen, den zu fällen. Jo, inzwischen habe ich mal mein Zelt aufgebaut. Diese Nacht werde ich in meinem Zelt schlafen. Ziemlich geräumig. Passt. So langsam geht die Sonne unter und ich bekomme Hunger. Ich werde mir jetzt ein bisschen was auf den Grill hauen und ich melde mich gleich nochmal.
Jetzt neigt sich der Tag dem Ende. Ich lege mich schon mal in meinen Schlafsack. Werde wahrscheinlich noch ein, zwei Zeilen lesen. Und melde mich morgen früh wieder. Im Großen und Ganzen bin ich mit dem Zelt ja echt zufrieden. Das ist heute das erste Mal, dass ich das nutze. Hat vorne noch so einen kleinen Vorraum, aber den zeige ich dir morgen, wenn ich wieder fit bin. So, dann sage ich mal, gutes Nächtle. Guten Morgen. Ich bin gerade dabei, mir einen Kaffee zu kochen. Und ich habe gedacht, ich hole dich mal schnell dazu, damit du hören kannst. Ich hoffe, du hörst es, wie die Vögel hier abgehen. Ich denke nur, die haben schon Frühling. Absolut klasse. Ja, ich habe heute Morgen schon einiges geschafft hier und gönne mir jetzt noch ein zweites Frühstück und danach geht's weiter. Nachher kommen noch ein paar Leute vorbei, die helfen. Mein Zelt habe ich schon abgebaut. Gibt noch jede Menge zu tun. Also bisher habe ich hier schon die Uferböschung freigeräumt, soweit wie es ging. Hier liegt noch ein bisschen Bauholz rum, das muss noch weggeräumt werden. Dann habe ich da eine Schneise geschlagen durch die Brombeeren, beziehungsweise die Brombeeren habe ich alle rausgerupft, damit die nicht ganz so schnell wiederkommen. Der alte Bauwagen, der verrottete, der da stand. Der ist leergeräumt worden und weg. Den haben wir weiter nach vorne gebracht. Die Plane, die da drauf lag, die haben wir benutzt, um hier noch anderes Bauholz abzudecken und später zu nutzen. Das ist der ganze Prüll, der auf dem Bauwagen lag. Das Gestell von dem alten Bauwagen, was noch übrig ist, das steht da hinten. Und da wollen wir eventuell das ganze Bauholz drauf lagern. Schön versteckt unter der Eibe, kommt auch noch eine Plane drauf. Der Bauwagen steht noch, der wird neu gestrichen, das Dach wird neu gemacht und dann kann man den gut als Küche benutzen. Ja, jetzt ist das Wochenende vorbei. Zwei Tage gut gearbeitet hier. Am letzten Tag hatte ich noch gut Hilfe. Ja, und hier gibt es immer noch genug zu tun. Ich
werde also auf jeden Fall noch mehr berichten. Wenn du wissen willst, wie es weitergeht hier mit diesem Waldstück, dann schau demnächst einfach mal wieder rein. Bis dann.